Willkommen zu The Witcher 3. Wir müssen uns im Schutz der Dunkelheit auf das Flaggschiff des Kaisers schleichen und da wir gerade noch... Gilt das noch als Dunkelheit? Ich habe zu lange geredet. Verdammt. Ich dachte nämlich jetzt, wo es gerade noch dunkel ist, könnte ich das schnell machen. Ich hoffe, das gilt noch. Sonnenaufgang. Warte. Shit. Wie weit ist das denn weg? Das ist auch um 4 Uhr schon hell wird hier. Ah, das ist voll blöd. Wo steht dem seine Flotte denn? Ganz da hinten. Na, supi. Jetzt sollte ich doch erst mit Moissac reden. Ich guck gerade mal, wo der sich aufhält. Vielleicht habe ich das auch ausgewählt bekommen, weil es näher ist. Steht er direkt neben mir? Na dann. Aber das ist doch der Krach an Kreid. Achso, ich soll Krach fragen, wo Meister ist. Ah, so, okay. Wolf, did you see? The black dogs in their rickety tubs. They bay at our gates, seek to strike fear in our hearts. Saw them all. Where's Ermion? Went to see Lugas. An uncrate on the throne remains a thorn in his ass. Now he's seen the black ones, it pricks him even harder. The druid's gone to reason with the dim-witted knob. Think I'll join Ermion. Need to talk to him. Go. And when you see that bloody twit Lugas, be sure and tell him... best not. The druid knows what to say. Farewell. Mhm. Okay. Ihr habt so hübsche Helme. Skyrim-Helme. Okiduk. Dann... da unten. Okay. Ich überlege gerade, ob ich dahin laufe. Machen wir nochmal einen Spaziergang über Skellinge? Weil jetzt ist ja eh Sonnenaufgang. Jetzt kann ich auch das Quest machen. Oh! Was war das denn? Bin nur dezent an ihn gestoßen. Hund! Pferd! Ganz! Apropos Pferd. Warte, ich vielleicht Plötze. Falsche Stick hier. Blitze. Irgendwo bist du doch da. Geht ein bisschen schneller so. Kommt mir das nur so vor, da spielt irgendwie doch recht viel auf Skellige. Oder habe ich einfach dadurch, dass ich so viele Nebenquests nicht gemacht habe, doch ein bisschen weniger Zeit woanders verbracht? Ich weiß nicht. Der Weg kommt mir sehr bekannt vor. Warum schreien die denn? Ich ignoriere das, ich reite weiter. Ich muss die wichtige Hauptquest machen. Ich versuche dafür ausnahmsweise mal auf dem Pfad zu bleiben. Auf dem Pfad der Gerechten. Einsames Pferd. Einsamer Händler. Danang. Gideon. Wie, die Minimap führt mich falsch.
Hey there. Wie so eine Gruppe Wildpferde. Voll gut. Take it easy. Guck mal, Plätze. Verwandte von dir. Und sehr entfernte Verwandte wahrscheinlich. So, jetzt schaue ich doch gerade mal auf die Weltkarte. Da haben wir noch ein Stück Weg. Und irgendwie muss ich da... Ich komme da bestimmt wieder nicht über die Berge, richtig? Ich mich da ganz außen rum. Aber wenn ich hier über diesen Pass hier nicht... Also, da ist kein Pass, deswegen. Wenn ich hier über den Berg nicht drüber komme... Da ist ein Weg. Aber ich bin ja jetzt von... Da würde man doch durchkommen. Das heißt, ich müsste eigentlich mehr... Jetzt rechts und dann darunter, durch den Sumpf oder was das ist, und dann diesen Weg finden. Ich hoffe, das klappt. Run, Roach. Ich hoffe, das klappt. Mache ich irgendwie querfeld ein? That's it, Roach. Irgendwie schon. So viel zum Pfad. Ups. Da stand ich im Camp der Banditen. Ich steige erstmal ab, wenn es rechts. Sorry, Plätze. Du hast jetzt leicht in Panik und bist vor lauter Schreck auf den Holzblock da. Lugos Brief? Arno, der Betrüger, war Ingvar, Sohn von Ulmar, da bin ich mir sicher. Was war das denn jetzt nochmal? Ich weiß nicht. Haben wir den Brief schon mal gehabt? Da jetzt irgendwie drumrum. Was ist das denn Nettes? Habe ich das schon entdeckt? Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Da um die Ecke ist doch so ein Vieh. Das habe ich mal entdeckt und habe mich davon gemacht, weil schwierig. So, damit müsste ich es ja auch gespeichert haben. Hoffe ich. Ach komm, ich drücke nochmal schnell speichern, sicher. Ich will nochmal gerade schauen, was für ein Level das Vieh hatte und so. Bist ein bisschen... Wow. Gerade sagen, du bist ein bisschen langsamer, dafür hast du diesen fiesen Effekt. Ich hab Blinde. Sehr ungeil. Kannst du mal in die Falle hier laufen? Ich frage mich, ob man sich dagegen irgendwie schützen kann. Nicht ins Auge gucken. Autsch. Können wir wieder Quellen aktivieren. Oh, 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 ja, super. Okay. Ich springe aus dem Weg, wenn er kommt. Autsch.
konzentriert bleibe, könnte es klappen. Oh, fuck, jetzt sehe ich ihn jetzt. Einmal in die Hecke. was ist er denn? Ran off to its lair to lick its wounds. Need to track it down. Ach, okay. Ich dachte nicht, dass das eine längere Aktion wird. Jetzt nochmal. Eat only the entrails. Fussy. No Orve here. Maybe the fiend dragged him off. Okay. Ich habe gerade nicht aufgepasst, wie das Quest heißt mit dem. Aber irgendwie muss ich ihn jetzt verfolgen. Ran this way. Okay. Da sind Spuren, vielleicht kann ich es auch einfach so machen. Muss ja sowieso den Spuren hier folgen. Kratzspuren. Was sagt mir das hier? Irgendwas anderes? Nein? Ich laufe weiter. Ja, ich mache jetzt doch wieder eine andere Quest als die Hauptquest. Ich dachte, man bekämpft das. Vieh halt einfach und gut ist, aber. Dass das jetzt ein bisschen länger dauert. Wusste ich nicht, aber wir machen das jetzt, weil ich schon angefangen habe. Wir sind in Boxholm. Lassen Sie sich ins Boxhorn jagen. Er hat gemeint, er ist auf die andere Seite. Das ist schön und gut, aber wo hier? Aha. Oh. Versilberter Schlüssel und ein Brief. Okay. Was ist? Das ist wieder ein ganz anderes Quest. Ich befürchte da vorne. Kann ich hier vielleicht ganz schnell noch meditieren? Zeit nutzen. Da volle Punktzahl zu kommen. Also da vorne ist auf jeden Fall ein Geräusch. Came this way. Toppling trees. Okay. Das ist auch eine schöne Gegend hier so. Also schön. Das ist relativ mit den Ruinen, aber halt schön gemacht. Won't get away this time. Okay, oh nein, jetzt hat er. Ja, der hat genauso wie ich jetzt wieder volle Lebenspunkte. Das Herz erliebst. Oh Gott, er scharrt schon wieder. Den Hufen. Habe ich so schön ihn auf die Hälfte Lebenspunkte gehabt. Dann fängt er an, damit sich auch wieder zu regenerieren. Das ist doch. Der Morwood. Zebra Morwood. Oh, nein, nein, nein. Kann ich da. Ach, fuck. Ich weiß, wenn man da irgendwie. Ich woanders hingucke, ob das das hilft. Na. Kannst du mal zurück zum Irden? Komm, Robert. Komm. Robert, mein Junge. Wie bist du denn? Sei ein Braver. Toll. Der ist hingelaufen, Dumme. Steht er einfach am Baum. Wahrscheinlich müsste er mal pinkeln. Kann passieren. Und im Kampf ein bisschen ungünstig für ihn zumindest. Weniger für mich. Der hängt fest. Das ist natürlich jetzt blöd. Weil das macht es für mich natürlich fast zu einfach.
kein dummes Tier. Der vermisste Sohn. Okay, der vermisste Sohn war das. Jo, das ganz bald, so. Und eine Trophäe. Dazu können wir mal wieder unser Messerchen. Plötze steht auch schon bereit. So, Inventar. Wir haben diese Waffe bekommen. Eine Stahlklinge. Die ist gar nicht so schlecht. Ich kann ja Rüstungsdurchbohren reinpacken. Aber ich fand, das andere Schwert sah halt schon ziemlich geil aus. Also das muss man schon sagen. Habe ich noch Rüstungsdurchbohren? Adrenalin. Oh, ich habe nicht mehr wirklich gute Sachen. Ich könnte es höchstens aus dem anderen vielleicht rausnehmen. Ne, ich glaube, ich bleibe erstmal nochmal dabei. So. Ach, meine Untwicker-Rüstung habe ich tatsächlich dabei, aber ich tausche die jetzt, glaube ich, erstmal nicht aus. Dann, Moment, ich wollte eigentlich nochmal nach der Trophäe gucken. Was die macht. 5% Bonuserfahrung beim Monster. Gut. Und das Quest war jetzt. Irgendwas mit der vermisste Sohn oder so irgendwas. Könnte natürlich auch so ein Hexenauftrag gewesen sein. Ja, tatsächlich. Lass mal noch das Lager durchsuchen. Da liegt. Oh, ist das der Sohn? War es mal einer. Na, komm, untersuch schon. Ein bisschen hier ran. Yellow Tunic. Must be Ove. Avenged those boys. There's that at least. Okay. Was ist denn der Oden, der mir das Quest gegeben hat? Wenn das jetzt nicht so weit weg ist, könnte ich mir auch die Belohnung abholen. Oh, Runbike. Ach, wir machen schnell Reise nach Hanbei. Rostiges Brotmesser. Yuppie. Okay. Haben wir das auch mal gemacht? Da könnte ich hochklettern. Gibt's hier eine Truhe? Eine schicke Truhe. Ah ja, das meisterlich gefertigte Greifenstahlschwert. Nicht schlecht. Zeug, Zeug, Zeug. Wahrscheinlich komme ich gar nicht mehr dazu, das dann auch anfertigen zu lassen. Weil ich mich ja doch auf die Hauptquest jetzt konzentrieren will. Wieso steige ich eigentlich auf? Ich wollte doch eigentlich die Schnellreise benutzen, die hier irgendwo sein müsste. Schnellreise. Vorne war das an dem. In der Brücke. Liegt der noch rum? Ah ja, das ist dieser Stein. So schön, dass es ein Skellige ist, so Steine sind. So zur Abwechslung. Ich muss gerade mal ein bisschen umgucken noch. Da hinten, das sieht auch ganz nett aus. Dieser kleinen Brücke zu der Ruine da hoch. Da mal drin. Ja, wie ihr seht, ich wollte jetzt strikt die Hauptquest verfolgen. Ich will da gerade mal hoch. War ich da schon mal? Das sieht halt auch wieder so gut gemacht aus. Ich liebe es hier. Mit diesen Ruinen. Das kann Witcher einfach. Machen wir mal das Feuer an. So,
So, das ist doch eine Truhe. Ach komm, sag mir nicht, dass das kein Schatz ist. War ich da vielleicht schon mal und hab da was rausgeholt? Schade. Könnte echt sein, dass ich da schon war. Oder ist irgendwas Questmäßiges? Aber wenn ich da gewesen wäre, hätte ich bestimmt das Feuer angemacht. Kennt das ja. Ach so, natürlich sind wir wieder da oben. Ah, alles klar, so schlecht ist. Da haben wir jetzt angefangen, ihn zu bekämpfen. Kann dann auch schon gut sein, dass ich, als ich abgehauen bin, das erstmal von dem Vieh, dass ich dann unten da aber reingegangen bin. Okay. Dann sind wir da eben hergekommen. Dass man gar nicht so gesehen hat, wie nett das aussieht, wenn man es im Rücken hat. Uah, Geralt. Herzinfarkt. Alles gut. Ist ja auch immer irgendwo rumstolpern muss. Mir einen Schreck versetzen. So, dann hole ich mir meine Belohnung. What became of those nice barrel lads who went treasure hunting in the ruins? Stay along. I don't know. Wer von euch ist das? Ja, beide schlechte Neuigkeiten. Any tidings? Bad ones. Your son's dead, killed by a fiend. All I could do was avenge him. I told him, son, nothing good ever came out of Faro. Stay home. Your time will yet come for adventures and glory. Your reward. This gold brought me no luck. May it serve you better. Tja, es tut mir leid. I smear your ass. Come and treat me. Let me hold you, sorry. Okay, so dann. Was it hard? Beim nächsten Mal, ich benutze die Schnellreise. Es ist halt die Frage, ob ich direkt nach Kaer Muir oder Holmstein oder sowas. Oder ob ich nur nach Sun teleportiere, schnell reise und dann hier durchreite. Na, irgendwie hätte ich Lust, da durchzureiten. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Ich glaube, ja. Ich gehe mal nach Sun. Okay. Und beim nächsten Mal dann, jetzt habe ich leider gerade die falsche Quest. Geht's dann über diesen Pass Richtung Mäusack. Einmal aufsetzen. Na, aufsetzen. Dankeschön. Move it! Ich sollte auf dem Weg bleiben. Der müsste mich dann dorthin führen. Bin ich mal gespannt, ob ich unbehelligt da über diesen Berg reiten kann. Ja, ich muss einmal hier durch. Und dann dadurch. Kann natürlich sein, dass da irgendwie noch ein paar Banditen rumhängen oder so. Und das werden wir dann sehen beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.